fandest du die dritte Demokratiewerkstatt? Okay. Ja, die dritte Demokratiewerkstatt fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Lustig vom Publikum her und von den Teilnehmern bunt gemischt. Ja, auf jeden Fall sind wir einen Schritt weitergekommen, was ich auf jeden Fall besser fand als an der zweiten Demokratiewerkstatt. Heute sind wirklich Worte gefallen und nun kann man wirklich an Sachen festmachen. Ja, das war für mich auch eine neue Erfahrung heute hier. Ich will nicht sagen, dass ich als Vertretung mitgekommen bin, ich bin gar nicht hierher gekommen. Und ich fand es doch interessant, wie sehr sich die Jugendlichen hier mit diesen Themen vertraut gemacht haben, egal welcher Bereich, und wie gezielt sie auch konkrete Fragen gestellt haben. Das waren nicht irgendwelche Fragen, sondern die hatten Hintergrund. Ne? Und zum Glück konnten Herr Germann, Frau Stüben und ich, so hoffe ich jedenfalls, die Fragen einigermaßen beantworten. Würdest du an der nächsten Demokratiewerkstatt auch teilnehmen? Ja, wenn es eine vierte Demokratiewerkstatt geben würde, würde ich auf jeden Fall daran teilnehmen, weil das Thema interessiert mich sehr und ich möchte auf jeden Fall was verändern. Ja, und es macht einfach Spaß, hier mit den Jugendlichen zu sein. Demokratiewerkstatt insgesamt, muss ich sagen, super. Super für die, die es vorbereitet haben und natürlich auch super, muss ich sagen, und herzlichen Dank an die Kinder und Jugendlichen, die einfach sich bereit erklärt haben, dieses doch schwierige Thema Demokratie, Werkstatt umgesetzt haben. Denn Demokratie, wissen wir, ist eigentlich die schwierigste Gesellschaftsform, die wir haben. Hast du deine Ziele erreicht? Ja, meine Ziele wurden bisher noch nicht erreicht. Also auf jeden Fall sind wir den Zielen ein Stück weit näher gekommen. Und auch das, was die Gespräche mit dem Bürgermeister hatten, ist super. Also wir sind auf jeden Fall viel weiter als die anderen Generationen vor uns. Und ich denke mal, wir werden unser Ziel erreichen. Die Wittstocker Jugenderklärung. Und zwar jetzt nicht so ganz bewusst, was das denn überhaupt ist und was daran denn wichtig, was genau daran wichtig ist. Können Sie uns das erklären? Ja, also für mich ist wichtig, wir hatten ja eben schon die Frage Vertrauen. Ja. Und Vertrauen resultiert ja in einem stetigen Wechsel von Auffassungen, Erfahrungen, in Wertsätzen, wie auch immer. Und dass wir das, was wir jetzt in dieser Demokratiewerkstatt so miteinander so eine Ebene gefunden haben, zu der man vielleicht schon vertraulich sagen kann, würde ich mir wünschen, dass wir diese Botschaft in einer Wittstocker Jugenderklärung einfach mal niederschreiben, damit die Jugendlichen, die bei dir sagt, nach uns, nach euch folgt, immer wieder sagt, das ist ein Ergebnis, auf das wir verweisen können, nehmt den Staffelstab auf und sorgt weiterhin für Vertrauen unter den Generationen. Und damit meine ich auch unsere Senioren und Senioren. Ganz einfach. Und das hat dann ein bisschen mehr, ist nicht nur symbolhaft zu verstehen, sondern hat auch, denke ich mal, eine Zukunftswirkung, um aus der Gegenwart mal rauszukommen. Das ist eigentlich der Sinn daran. Demokratiewerkstatt macht Spaß und man kann sich an der Politik ein bisschen mit einbringen.